Das folgende Video ist eine nicht kommerzielle Fanparodie. Alle Rechte der Dragon Ball Serien liegen bei Funimation, Toei Animation, Shueisha, Bird Studios und Akira Toriyama. Bitte unterstützt die offiziellen Veröffentlichungen. Du machst die Limo in die Kokosnuss und trinkst sie beide aus. Du machst die Limo in die Kokosnuss und trinkst sie beide Son Goku, aus. Son Goku, kannst du mich hören? Oh, hey, Meister Kaio. Deine Freunde stecken in Schwierigkeiten, Son Goku. Bist du endlich geheilt? Nein, ich glaube nicht. Und was meinst du, wie lange ich noch dauern wird? Nun, ich glaube, die Maschine wird mir sagen, wenn ich fertig bin. Okay, glaubst du's oder weißt du's? Du machst die Limo in die Kokosnuss. Son Goku! Ah, komm schon, Meister Kaio. Sie brauchen meine Hilfe nicht. Ich wette, sie kommen auch sehr gut alleine klar. Healer ist down! Braucht einen Rest! Son ist alle! Ah! Es ist eine Ewigkeit her, seit ich das letzte Mal diese Form gebraucht habe. Fühlt sich an wie ein alter Anzug und doch hat man nie den richtigen Anlass dafür. Unglücklicherweise, sobald ich ihn anziehe, stirbt jemand. Tente! Nein! Oh, trauere nicht um das arme Ding. Ich habe ihm den Anblick erspart, zu sehen, was ich mit dir vorhabe. Der Witz geht auf dich, er hat die Glatze gehasst. Hey, das ist nicht fair. Er hat Piccolo gerade erst getroffen. Ich hab dem Angriff nicht mal folgen können. Er war so verdammt schnell. Yep. Ich werde einfach weiter hier stehen und sehe dabei super geil aus. Wir haben keine Chance gegen eine derartige Kraft. Hallo? Super geil. Gleich hier. Wir werden alle sterben. Wisst ihr was? Ihr duckt euch alle besser. Denn ich drehe mich gleich nach links und ich will euch nicht mit meinem Schwanz umnieten. Oh, sieh mal eine an, Vegeta. Du willst wirklich gegen mich kämpfen? Naja, nicht wirklich kämpfen, eher wild herumzappeln. Mach ruhig deine Witze, solange du noch kannst, Freezer. Denn ich kann jetzt schon die Grenzen deiner Kraft sehen. Während ich gerade erst anfange, meine richtig aufzudrehen. Ich hab das Gefühl, das hatten wir schon mal. Hatten wir das schon mal? Verstehst du? Ich hab endlich die Legende in mir geweckt. Oh mein Gott, wir hatten das schon mal. Ganz recht. Du hast es nicht mehr mit einem gewöhnlichen Saiyajin zu tun, Freezer. Ich, Vegeta, habe es endlich geschafft und bin der legendäre Super Saiyajin. Okay, Spaß beiseite. Erstens, Super Saiyajin? Was soll das? Was soll das sein? Ich werde es dir verraten. Nichts weiter als eine dämliche Legende, rumgereicht von deinen dreckigen Affenvorfahren um ein Lagerfeuer, als wär's ihr eigener Kot. Lass mich dir eins sagen, Vegeta. Ich handle nicht mit Legenden, ich handle mit Fakten. Und hier ist ein Fakt. Wenn das alles vorbei ist, wirst du richtig rumflennen. Wie eine kleine Bitch. Bitch, du bist nur neidisch auf meinen Super Saiyajin Swag. Oh, um Gottes Willen. Ja, ich hab ihn in den Seilen. Alles, was er jetzt noch tun kann, ist ausweichen. Gott, Sabon ist tot, Dodoria ist tot, die Ginyus sind tot. Es ist eine riesige Katastrophe. Wie damals mit dem Sackschutzvorfall. Nur habe ich jetzt keinen Ginyu zum Löcher graben. Vielleicht ein wenig off-topic, aber wie gut bist du im Löcher schaufeln? Was mein... Abgesehen von dem, in das du dich bereits selbst geschaufelt hast. Mach dich nicht über mich lustig! Oh? Ich versteh's nicht. Wieso trifft Vegeta ihn nicht? Weil er dorthin zieht, wo er gerade ist, anstatt dort, wo er sein wird. Oh, shit. Also heißt das, wir sollten... Ausweichen! Daka, 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 daka! Daka, daka, da! Also, sind wir so langsam fertig mit diesen Kinderspielchen, Vegeta? Oder muss ich dich kitzeln? Was ist das? Gucci, 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 Gucci. Lass den Scheiß oder ich knall dich ab! Jetzt werden wir sehen, ob du mit meiner ganzen Kraft klarkommst! Friss meinen Super Saiyajin-Zorn! Oh, und ich sollte vielleicht den Angehörigen der Ginyus etwas zuschicken. Vielleicht etwas Wein, einen Geschenkkorb. Ja. Oder einfach einen Geschenkkorb mit Wein.
Was? Wer ist das? Oh Gott. Siehst du, wie ich sagte, Vegeta? Wie ne Bitch. Halt's Maul! Oh mein Gott, du flennst ja wirklich. Ich flenne nicht. Gar nicht. Ganz ehrlich, jetzt habe ich ja schon fast Mitleid. Sonst jage ich ja alles in die Luft, was mir in die Quere kommt. Aber irgendwie habe ich mich schon sehr an dich gewöhnt. Als würde man sein geliebtes Weltraumpferdchen erschlagen. Wieso sollte man sowas tun? Sehr traurig, wirklich. Aber bevor wir uns trennen, Vegeta, lass mich dir eine Schlagzeile verpassen. Ah! Ende. Siehst du, Vegeta? Nun, für meinen nächsten Trick werde ich ein Arschloch verschwinden lassen. Bhagwan, Bruder Vegeta, ich bin dein Totemtier. Ich bin gekommen, um zu sagen, wie du diesen Bomberclub Freezer kalt machst. Alles, was du tun musst, ist... Hey, Vegeta. Was? Wieso schlägst du dich? Wieso schlägst du dich? Wieso schlägst du dich? Aber du stinkst. Au contraire, Vegeta. Das hast du dir selbst zuzuschreiben. Sollten wir ihm helfen? Oh, nicht so zögerlich. Der Pool ist eröffnet, das Wasser klar. Nein, lieber blöd rumstehen wie Volldeppen. Dachte ich mir. Nun, wo waren wir? Oh, richtig. Ich denke, wir waren beim Nierenschlag. Nierenschlag, Nierenschlag, Nierenschlag. Kurze Pause. Nierenschlag. Ruder, ruder, ruder dein Boot sanft den Fluss herab. Fröhlich, fröhlich und vergnügt, das Leben ist ein Genuss. Ruder, ruder, ruder dein Boot. Ruder, ruder, ruder dein Boot, sanft den Fluss herab. Fröhlich, fröhlich und vergnügt, das Leben ist ein Genuss. Ruder, ruder, ruder dein Boot. Ruder, ruder, ruder dein Boot, sanft den Fluss herab. Fröhlich, fröhlich und vergnügt, das Leben ist ein Genuss. Ruder, ruder, ruder dein Boot. Aber fertig! Es scheint, als wäre unser Spielchen vorbei, Vegeta. Jetzt, wo wir hier fertig sind, geht's für dich, Heulsuse, heimwärts zu deiner Mami. Meine Mutter ist tot. Ich weiß. Wer? Hey Leute, na was geht ab? Hey Piccolo, wie kommst du hierher? Yeah, Dragon Balls. Oh, klasse. Hey, Krillin, die Rüstung sieht lustig an dir aus. Hey, Papa. Hey, also bist du dieser Freezer-Typ? Ich bin Lord Freezer, ja. Dufte, ich werde dir den Zinken polieren. Oh. Verzeihung, der war neu. Mit wem habe ich hier das Vergnügen? Ich bin Son Goku. Ich bin Schwachsinn. Von der Erde. Er meint Saiyajin. Zwischen dir und den Namekianern habe ich wohl meine Kunst zum Völkermord verloren. Was ist los, Vegeta? Hat Freezer dir das angetan? Oh, schau, er ist voller Sorge. Ich bin erstaunt, Vegeta. Du hast es geschafft, einen Freund zu finden. Ich hasse dich. Ich hasse euch beide. Unglücklicherweise hatten Vegeta und ich eine Unstimmigkeit. Er wollte, dass er am Leben bleibt und nun ja, ich nicht. Wieso willst du sterben? Nein, ich meinte, ich will, dass er stirbt. Vielleicht, weil du komisch aussiehst? Was? Naja, du hast diesen riesigen Kopf, so seltsame Lippen und der Schwanz. Und du hast keine Ohren. Okay, nee. Und zu all dem obendrauf bist du auch noch ein ziemlicher Arsch. Und aller Anschein nach passiert das gerade. Vegeta, Erklärung! Was soll das? Ganz recht, Freezer. Du hast es nicht mehr länger mit einem gewöhnlichen Saiyajin zu tun. Oh mein Gott. Er hat sich erhoben und ist nun zu einer Legende geworden. Die Legende, die du so fürchtest. Er ist der legendäre Super Saiyajin. Vegeta! Mal ernsthaft, du hast keine Ahnung, wie langweilig das mittlerweile ist. Lach, solange du noch kannst, Freezer. Denn I'm about to rock you. Like a hurricane. Huh.
Hätt's wissen müssen, war wohl doch nur ein One-Hit-Wonder.